Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Nachrichtenkanal der Verbandsgemeinde Otterbach Otterberg. Schon Einweihung Bahnsteig. Nach der endgültigen Fertigstellung des Bahnsteigs wurde dieser von Staatssekretär Becht in Anwesenheit von Vertretern der Bahn, des Schienenzweckverbandes, des Landesbetrieb Mobilität und der politischen Vertreter eingeweiht. Damit sind alle Bahnsteige in der Verbandsgemeinde Otterbach Otterberg auf dem neuesten Stand der Technik und barrierefrei. Umgehungsstraße Erfenbach. Für die Sanierung der Umgehungsstraße hatte der Landesbetrieb Mobilität eine Sperrzeit von 2,5 Monaten angesetzt. Die Firmen sind aber deutlich schneller vorangekommen, sodass derzeit schon die Schlussdecke aufgebracht wird. Nach derzeitiger Schätzung und etwas Glück könnte die Umgehungsstraße bereits zum 18. September wieder geöffnet werden. Bürgersender. Zum Unglück kommt noch Pech. Die Corona-Krise mit dem Lockdown, auch der Verwaltungen, hat dazu geführt, dass sich viele Anliegen der Bürger aufgestaut hatten. Soweit möglich wurde trotz der Schließung von der Verwaltung bestimmte Anliegen abgearbeitet. Die Bundesregierung hatte mitgeteilt, dass auch abgelaufene Ausweise weiter genutzt werden können. In der Krise wurde vom Land noch eine neue Software für das Einwohnermeldesystem eingeführt, die zwar schon lange geplant war, aber in der Krise die Abläufe noch weiter belastet hat. Jede neue Software läuft erstmal instabil und fehlerhaft, bis alle Parameter korrekt eingestellt sind. Nach Öffnung der Verwaltung gab es eine große Flut von Anträgen für neue Pässe, Führungszeugnissen, Beurkundungen und so weiter. Da die Corona-Krise nicht zu Ende ist, musste der Zugang auf 3 Leute beschränkt werden, um die Abstände und Hygienekonzepte einhalten zu können. Daher war und ist ein Zugang nur mit Termin möglich, um die Abstände zu regeln. Mit dem Unglück Corona-Krise kam dann noch Pech dazu. 3 der 5 Mitarbeiterinnen des Bürgersenders sind aufgrund einer schweren Erkrankung bzw. Unfalls komplett ausgefallen. Eine befristete Stelle werden wir ausschreiben, um die Lücke füllen zu können. Zusätzlich haben wir die benachbarten Verbandsgemeinden um Hilfe gebeten. Die Kritik, dass es momentan so lange dauert, bis man einen Termin erhält, ist damit natürlich berechtigt. Die Mitarbeiter versuchen alles so zu priorisieren, damit keinem ein Nachteil entsteht. Besonders betroffen macht mich aber, dass aufgrund dieser schweren Situation die Mitarbeiterinnen teilweise massiv beleidigt und aggressiv beschimpft werden. Stellen Sie sich vor, auf Ihrer Arbeitsstelle, in der Firma, im Krankenhaus, in der Kita fallen in Ihrem Team 3 Mitarbeiter aus und Sie erledigen die Arbeiten der anderen Mitarbeiter durch Überstunden mit. Für dieses Bemühen werden Sie dann noch beleidigt und beschimpft. Wie würden Sie sich fühlen? Bitte haben Sie Verständnis und bleiben Sie höflich. Wir suchen schnellstmöglich nach Lösungen. Feuerwehrkamerad tödlich verunglückt. Infolge eines Verkehrsunfalls zwischen Niederkirchen und Charlottenbach verstarb ein junger Motorradfahrer. Er war als Feuerwehrangehöriger in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg ehrenamtlich tätig. Unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und Bekannten. An der Einsatzstelle gab es eine große Betroffenheit, weil ihn viele der Einsatzkräfte kannten und ihm leider nicht mehr helfen konnten. Der Schock stand den Feuerwehrleuten ins Gesicht geschrieben. Die Fahrzeuge der Feuerwehr werden in Gedenken an ihren Feuerwehrkameraden mit Trauerflor fahren. Hochwasserschutz, Auftaktveranstaltung. Bei der Auftaktveranstaltung zum Thema Hochwasserschutz hat das Büro Obermeier das methodische Vorgehen erläutert. Das Fachbüro wird in jeder Ortsgemeinde einen Workshop zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern, der Feuerwehr und den Ratsmitgliedern durchführen, um alle Erkenntnisse von Unwetterereignissen zusammenzutragen. Hierbei werden auch Bilder und Filme der letzten Jahre gesammelt und ausgewertet. Aus all den Erkenntnissen soll für jede Ortsgemeinde ein Schutzkonzept gegen Unwetter entstehen. Die Termine zu den einzelnen Workshops werden im Stadt-Land-Kurier und auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen.